meine Lieben und ganz herzlich willkommen. So, wir sind auf dem Weg nach Kielten. Wir haben uns ja schon hier dieses formschöne Fahrrad besorgt. Oh, du hast noch nicht gegen uns gekämpft. Das holen wir gleich nach. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinen Pokémon helfen. Nichts dagegen einzuwenden, oder? Angestellte Tanja fordert dich heraus. Glibunkel. Glibunkel war... auf jeden Fall Kampf und Gift, oder? Da setzen wir doch mal Micro an. Nein, es ist ja nicht mehr Micro, es heißt ja Kranowitz jetzt. Was wollte ich sagen? Wir sind auf Route 5 unterwegs zur nächsten Stadt, deren Namen ich jetzt schon wieder verdrängt habe, obwohl ich ihn nachgeschaut habe. Was hat's eingesetzt? Irgendwie bin ich heute neben der Spur. Irgendwie bin ich heute neben der Spur. Oha! Jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Okay. Hier steht doch sicher, wo wir gerade hinfahren. Tipps für Trainer. Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie hinterlassen Watt, wenn sie besiegt werden. Anscheinend begegnet man ihnen umso häufiger, je mehr Pokémon man fängt. Das hatte ich noch nachgeschaut. Ihr erinnert euch, vor ein paar Folgen hatten wir ja dieses Zickzacks, das so geleuchtet hatte. Und die haben wohl irgendwie, ich glaube, mindestens 31... DV heißen die. Nach Kielten wollten wir, genau. Also recht hohe Stats. Versteckte Stats. Kielten, eine Wasserarena. Stimmt, die Wasserarena wollten wir da machen. Wir sind also jetzt in Kielten. Wir gehen erstmal wie immer ins Pokémon Center. Ich frage mich, wieso es das Dynamax-Phänomen nur in der Gala-Region gibt. Aber diese Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolika beantworten. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Rose, der Präsident der Pokémon-Liga, maßgeblich zur Entwicklung Galas beigetragen hat. Diesem Rose traue ich immer noch nicht über den Weg. Ich werde immer ganz hibbelig, wenn jemand der Frau hinterm Schalter seine Pokémon gibt. Werd hibbelig. Jetzt wird da aber hibbelig. Es ist jetzt tatsächlich schon ein Weilchen her. Ich glaube, 2 Wochen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich mache ja immer so ein paar, gleich mehrere Folgen am Stück. Ist einfach effizienter. Wen haben wir da? Es tut mir außerordentlich leid, aber der Ligapräsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, block doch noch ein bisschen. Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Das ist Rose. In Boxershorts. Mit Pokebällen. Ich hab Angst. Ihr könnt sogar meine Ligakarte haben. Weg sind sie. Seufz. Was ist das für ein Outfit? Ich hab den gar nicht erkannt. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Ah, der Typ mit der fiesen Friese. Wer warst du nochmal? Der gibt immer so an, aber der erkennt ihn nicht mal. Bettys ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Bettys, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena-Challenge. Alle die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde sie nicht enttäuschen, verliere es keine Option für mich. Der erinnert sich nicht mal an dich. Doch nun werde ich sie nicht weiter ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Dieses Outfit, ey. Dieses Outfit macht mich fertig.
Oh, wenn das nicht, mal nicht Matsu ist. An mich erinnert er sich. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Delion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst dich als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kate zu Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen, aber nur, wenn du eine Hose anziehst. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Gala-Region. Zieh dir eine verdammte Hose an! Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Ajo. Wasser ist es, ne? Nicht Pokédex. Nein, ich will nicht zum Pokédex. Ich will. Oh, was habe ich denn da gesehen? Ajo, der zeigt auf der Karte hier. Zeigt er zumindest ein Pokémon an. Ach so, wo das Kira da vorkommt. Empfohlen. Aha. Empfohlene Pokémon. Ach Gott, da stehen die Fans. Hast du nicht gehört, was Präsident Rose gesagt hat? Hol dir sofort den Wasserorden. Zu Befehl? Ich will jetzt das Kira da, wenn mir das schon empfohlen wird. Vielleicht ist das ja Elektro. Was ist denn gut gegen Wasser? Gegen Wasser ist gut Pflanze auf jeden Fall. Gegen Wasser ist gut Elektro. So, gibt's hier Kira das? Na, nicht ein Picochilla. Habe ich eigentlich schon eins gefangen? Ich weiß es gar nicht. Aber Kira da? Ich könnte doch auch einfach das Fahrrad nehmen, dann bin ich schneller. Kira da habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Ist das Kira da? Kira da. Oder vielleicht ist das auch da jenseits der Brücke. Ich habe auch gesehen, hier auf der Brücke sind ganz viele von diesen Federn. Damit kann ich auch die Stats anheben. Das ist sehr praktisch. Die liegen hier immer mal wieder rum. Das muss ich mir merken. Nö, da bin ich ja schon wieder da drüben. Da bin ich ja schon wieder da drüben. Das bringt mir... Ah! Hier, also auf der Brücke, Route 5, kann man Federn ohne Ende sammeln. Vielleicht muss ich auch hier einfach mal... Ups! Okay. Dich habe ich aber... Ein paar Vieh habe ich auch noch nicht eingefangen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, entweder ist es Vieh oder ist es Psycho. Oder ist es beides. Ich hab's schon gefangen, ne? Ja, ich hab's schon gefangen. Ja, komm, dann verhalten wir uns hier nicht lange auf. Komm. Ich wette, Hopp wartet auch schon vor der Arena auf uns. Ah, kommt. Lasst mich. Der wird doch jetzt nicht wirklich in Boxershorts da im Restaurant sitzen, oder? Sowas geht gar nicht. Das finde ich schon im Urlaub furchtbar. Ups. Wenn sich die Leute nicht mal eine Hose anziehen können. Also eine anständige Hose. Boxershorts zählen nicht als Hose. Hier beißt einfach nichts an. Na sowas. Oh, ist was? Superheiler. Ein Spray, das alle Statusprobleme eines Pokémon behebt. Ja, endlich! So, was gibt es denn hier oben? Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zwar zu jedem, aber ich meine es auch so. Okay, schön. Vielen Dank auch. Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Männlich ist...
männlich ist, muss man schon genau... Ach so, nicht so einfach, was? Na, die einen haben hier mehr Hörnchen und das hier hat weniger. Und das wird... Oh, Fee! Lino! Ja. An den Hörnchen sieht man's. Wenn ein Arenaleiter zu schwach ist, steigt er in die Unterliga ab. Aha. Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker, aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Da komme ich nicht weiter? Na gut. Was ist... Ah, Bahnhof. Hier gibt's einen Bahnhof. Selbst wenn man nicht kämpft, kann man sich seine Strategien durch den Kopf gehen lassen. Das macht auch Spaß. Es wäre so cool, wenn man in leeren Zugabteilen Pokémon-Kämpfe austragen dürfte. In der Einhall-Region soll es eine U-Bahn extra für Kämpfe geben. Aber Einhall ist so weit weg. Nalva, welche Edition war das? Wahrscheinlich Schwarz und Weiß. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Zu viele Editionen gespielt. Erinnere mich bloß nicht an die Arena-Challenge. Ich bin kläglich am Wasserorden gescheitert. Na, ich sollte ja genug ausgerüstet sein. Ich meine, ich habe jetzt Schneebedeck. Ja, Fukano ist vielleicht nicht so. Mick, ja, gut. Gaunux ist da auch neutral. Toxel hätte ich noch. Kranowitz kann man auch nehmen. Aber die meisten Wasser-Pokémon haben auch Eisattacken. Ist dann nicht so supi. Oh, was steht denn da im Weg? Was jetzt? Du bist ein Arena-Challenger, oder? Wenn du nach Arena-Leiterin Kate suchst, dann findest du sie beim Leuchtturm. Geh einfach von hier aus Richtung Meer. Der Leuchtturm ist nicht zu übersehen. Ach, hier gibt's auch einen Leuchtturm. Welche Edition gab's den Leuchtturm, verdammt? War das Saphir und Rubin? Ich weiß es nicht mehr. Warum Kate den Leuchtturm wohl so mag? Gala ist eine riesige Insel. Deshalb sind Leuchttürme, die den Schiffen ihren Weg zeigen, auch so unheimlich wichtig. Das war schon immer so. Zwei Supertränke. Nehmen wir gerne. Oh. Was haben wir denn hier? Dies ist eine Statue der Pokémon, die der Erzählung nach den Leuchtturm beschützt haben. Hm? Ach, da ist sie ja. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Woher wusstest du das? Du kannst hell sehen. Woher wusstest du das? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Deleon höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid, das ist gruselig. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Du hältst die Ligakarte von Kate. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Nette Frisur. Ich habe ja immer mal überlegt... Oh, hier kann man angeln. Ob ich mir die Haare färben soll. In irgendwas Buntes. Netzball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Hm. Hier kann ich überall angeln. Guck mal. Soll ich mal? Aber irgendwie finde ich meine Haarfarbe dann doch so okay, wie sie ist. Ups, zu spät. Mist. Jetzt habe ich geträumt. Aha, ein Barschuft. Die gab es aber schon vorher. Ja, die gab es schon vorher. Jetzt darf ich nur keine Pflanzenattacke machen. Das wäre ungünstig, glaube ich. Machen wir mal Pulverschnee. Au! Du Schuft! Oh, okay. Versuchen wir es mal. Ich fürchte, wir hauen ihn dann um. Ach nö. Ach nö.
Alles gut. So, jetzt versuchen wir es mal mit dem Netzball, den wir gefangen haben. Wir haben uns einen Ball gefangen, mit dem wir jetzt ein Pokémon fangen. Zack, rein da. Ach, Menü. Das dürfte ihm nicht viel schaden. Nee. Kaputt. Den nehmen wir als nächstes. Ich glaube, das ist eine doofe Idee. Das gibt's doch nicht. Irgendwie läuft's bei mir im Moment nicht mit dem Fang. Ich fürchte, jetzt hau ich ihn um. Obwohl, es ist Wasser. Das sollte doch eigentlich... Nee, alles gut. So, jetzt bleib aber gefälligst in dem Pokéball. Ich will heute auch noch in die Arena. Das gibt's doch nicht. Der ist so gut wie tot. Bleib in diesem Ball. Was haben wir denn noch für Bälle hier? Nehmen wir einen Superball. Das gibt's doch nicht. Ich werd wahnsinnig. Junge! Das ist doch nicht euer Ernst! Der ist so gut wie tot und der bleibt nicht in dem verdammten Ball drin! Ja! Mann! Toxel könnte... Ich meine, es schadet nichts, dass jetzt mein Toxel noch ein bisschen stärker ist, aber ich glaube, der ist immer noch zu schwach. Grobheits-Pokémon. Sie sind für ihre brutale Natur bekannt. Besonders häufig kriegen sie sich mit ganzen Schwärmen von rot gestreiften Exemplaren in die Haare. Ach, das ist die blau gestreifte Form. Okay. Naja, gut. Jetzt angeln wir aber nicht noch was hier. Das reicht mir erstmal. Wir brauchen ja auch gerade keine Wasser-Pokémon. Ich würde sagen, wir gehen noch mal hier ins Pokémon-Center. Kann ich hier auch überall rein? Tatsache. Skop, skop! Ich habe auch die Ligakarte von Champ Deleon. Schön für dich. Boah, lohnt sich's jetzt noch in die Arena zu gehen? Es kommt ein bisschen auf die Herausforderung an, ne? Ich bin nicht sicher, ob meine Pokémon reichen hierfür. Ganz ehrlich. Wo ist eigentlich Hopp? Hey, ich bin's, Balduin. Sehe ich da eine Angel? Eine passionierte Anglerin wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier, nimm. Ein Köderball. Du verstaust das Item in der Pokéballtasche. Köderball, ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deiner Angel hängen. Aha. War nicht früher der Netzball dafür gedacht? Mit einem Köderball gehen dir Pokémon, die du geangelt hast, leichter ins Netz. Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Ein Arena-Challenger! Dir kann ich nicht reden, okay. Mit dir auch nicht.
Wollen alle nicht mit mir reden. Du musst gegen Kate gewinnen, hörst du? Versprich mir das. Ich glaube, das richtige Timing ist für die Dynamaximierung entscheidend. Wenn Kate sie einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon man die Attacke ihres Dynamax-Pokémon abfängt. Kate ist stark, in dieser Stärke liegt ihre Schönheit. Mhm. Warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arenaleiterin kämpfen zu dürfen? Schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch außerhalb eines Kampfes Köpfchen beweisen. Willkommen im Uniformladen. Suchst du etwas Bestimmtes? Käfer, Stahl, Elektro, Boden? Flug? Das sind doch die gleichen Uniformen, die wir schon mal hatten. Ja. Aber ich kriege bestimmt eine Wasseruniform hier nach. Ich habe ja, beim letzten Arena-Kampf habe ich ja eine Uniform gekriegt, oder? Erinnere ich mich da richtig? Hm. Aber ich glaube, ich fange jetzt wirklich nicht mehr an. Ich mache das beim nächsten Mal. Wir gucken uns jetzt noch einfach ein bisschen in der Stadt um. Hier waren noch ein paar Häuser. Was bist du? Ein Flausch. Flausch, Flausch. Du bist kein Flausch. Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Okay. Könnt ja mal den Müll rausbringen. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Na, wenn ihr das glaubt, sieht nicht sehr bedrohlich aus. Man darf nie zu viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Wohl gesprochen. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die See launisch ist und ein Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Genau wie ein Trainer im Kampf. Meinst du, blitzschnell? Naja. Wir könnten ja mal gucken. Haben wir noch irgendwas gegen Wasser in den Boxen? Hier hätten wir noch mal Pflanze, aber das ist Level 10. Das bringt uns gar nichts. So. Grabbit ist Boden. Ich muss jetzt immer Boden sagen, nicht Erde, weil sonst sorge ich bei manchen Zuschauern, glaube ich, für Nervenzusammenbrüche, habe ich den Eindruck. Fritzelblitz wäre vielleicht noch was. Der ist aber auch nur Level 16. Aber immerhin, ne? Mauzi, Picochilla. Voldi könnte ich noch mitnehmen. Voldi können wir mitnehmen. Und zwar nehmen wir den statt Fukano mit. Das finde ich gut. Wir nehmen unser Voldi mit. So. Irbis könnte man theoretisch, ist Pflanze Geist, könnte man eigentlich auch mitnehmen. Aber ich glaube, das ist gut so, wie wir jetzt sind. Oder? Passt. Im Pokémon Center war ich schon, oder? Ja. Alles bestens. Nee, dann würde ich sagen, wir sind bereit. Und beim nächsten Mal stellen wir uns der Arena-Leiterin. Und besiegen sie auch hoffentlich. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.